zu einer neuen Folge Clash Royale. Wir haben jetzt ganz viele Kisten wieder mal am Start. Wir werden die jetzt öffnen. Jetzt mal gucken, was die hier schreiben. Okay, nichts Wichtiges. Ich brauche das Gold. Ich brauche das Gold für die Sperrkobolde. Und ich habe mir schon welche gekauft. Extra. Für dieses Deck, weil ich benutze den Ballon. Damit machen wir auch gleich noch einen Angriff. Aber erst greifen wir an. Erst öffnen wir hier die Drohne. Ein Gift und eine Silbertruhe. Das ist gut. Die öffnen wir nach dem Angriff mit dem neuen Deck, wo ich erstellt habe. Ich hoffe, wir finden jetzt nicht ein Einzelstarken-Deck mehr, weil es haben einfach jeder hat eine legendäre Karte. Ich mache mal den Ton ein bisschen leiser. So. Das ist schlecht für mich. Die meisten haben halt keine Verteidigungstürme. Und da gehe ich halt immer so drauf am Anfang. Ah, jetzt weiß ich es ja. Jetzt mache ich das auch nicht mehr. Jetzt muss ich erstmal schauen, was er setzt, wenn er überhaupt noch was setzt. Der Bomber ist ja auch sehr stark geworden durch das Update. Ich finde ihn zu stark. Aber das ist ja Meinungssache. Wie soll ich das jetzt mal verteidigen? Nein, er hat natürlich Pfeile. Der Turm ist weg. Weil bei Level 4 macht er so viel Schaden, dass es nicht alles wegmacht. Ich kann jetzt ja nicht den Ballon setzen. Denn er hat ja diesen blöden Tesla. Aber ich setze ihn trotzdem. Ich hoffe, dass er jetzt nicht den Magier setzt, sonst bin ich arm dran. Ja. Ja. Ich würde einen Schlag. Was? Kein Schlag. Also wirklich, nein. Ich verliere. Locker verliere. Ist auch viel, viel besser als die anderen, gegen die ich die ganze Zeit gespielt habe. Was soll ich setzen? Ich dreh dich um. Ballon. Ich hoffe, er setzt jetzt den Tesla und der wird zerstört. Hoffen heißt ja nicht geschehen. Gut, dass der nochmal sich umdreht. Das Riesenskelett. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht die Feier ersetzt, weil er irgendwie blöd. Aber er ist natürlich schlapp. Und er setzt wieder den Frost. Ich setze den Frost. Es wird aber trotzdem nichts. Leider. Da lacht er erstmal wieder. Ich finde, man sollte sowas verbieten, dass man nach dem Spiel nicht mehr Daumen hoch schicken kann. Weil das legt so auf. Wir öffnen jetzt die Truhe und hoffen, dass wir eine legendäre bekommen, um den Auma fertig zu machen. Jetzt müsste was drin kommen. Bitte. Links, ich kann ja jetzt den Fernseher noch machen. Ich brauche aber das Gold, ja. Da ist das Gold, das ich brauche. Jetzt kann ich die Sperrkobolde hoch machen. 3 Juwelen, eine Riese. 17 Pfeile. Die 17 Pfeile brauche ich. Weil ich will die Pfeile ja auch hoch machen. Und Feuergeister. Ich überlege mir, ob ich jetzt eigentlich die Feuergeister nehmen soll.
Weil die sind recht stark geworden. Erstmal auf Level 9 machen. Die Speerkoppler. Da muss ich nur noch die Pfeile aufmachen. Und die Kobolde. Und dann ist eigentlich alles recht hoch. Ich denke, ich mache noch einen Kampf zum Abschluss. Ein Level 8er. Das hat hier nichts zu bedeuten in der Liga. Vielleicht hat er am Ende wieder so drei Legendäre oder zwei. Vielleicht auch eine reicht auch schon. Mein Angriff liegt ganz am Anfang. Nein, er hat die Feuergasse. Seht ihr, wie viel Schaden die machen? Das ist so hässlich. Und er kommt mit einem Golem. Oh, ich bin natürlich blank mit dem Elixier. Wie viel Elixier hat er denn? Ich kann gerade mal Druck für 2 Elixier setzen und er setzt einfach für 15 Elixier. Was? Was geht denn ab mit dem? Ach du meine Liebe. Der kommt gleich wieder mit dem Golem. Aber dass der Golem auch so hoch ist, ich hab den gerade mal auf Level 1. Weil seit dem neuen Update ist die Hardline nicht mehr so selten wie vorher. Da sind ja nicht die Legendären mehr so selten. Ich denke, ich versuche mal auf der linken Seite. Oh, mit Magier. Oh, ich hab den Prinz nicht gesehen. Der Turm rechts bei mir ist auf jeden Fall kaputt. Seine aber auch links. Was soll ich da setzen? Wenn er mir so kommt. Ich hoffe, dass er nichts Großartiges dagegen setzt. Hoffentlich nicht die Hexe. Ja, die Pfeile. Ich versuche jetzt nochmal mit meinem Ballon-Push. Schnell, er kostet 8 Elixier. Jetzt komme ich nochmal mit meinem Ballon. Nein, mein Kronturm ist weg. Der Golem macht's jetzt. Schade. Nein, das. So will ich es auch nicht verlieren. Doch, was? Nein, ich hätte gedacht, ich schaffe es jetzt noch. Level 8 hat nichts zu sagen. Das Level hat hier nichts zu sagen. Es gibt auch Level 7, gegen den ich schon verloren habe. Gegen die ich schon verloren habe. Die kommen dann einfach mit 2-3 legendären Karten. Aber wenn die dafür Geld ausgeben, sollen sie ruhig weiter Geld ausgeben. Mir ist das egal. Weil ich habe kein Geld ausgegeben und bin schon so weit. Das ist viel mehr wert, finde ich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.